könnt ihr euch noch dran erinnern, wo wir Gegner von der Klippe gekickt haben? Das waren noch Zeiten. Ja, ich kann nichts dafür, dass Gift OP ist. Ich kann halt echt nichts dafür. Feuer ist halt super shit im Gegensatz zu Gift. Gift ist einfach viel zu gut. Ich nehme an, du bist der Hafenmeister? Ich sagte doch, ich bezahle, wenn ich bezahlt wurde. Diona schickt mich. Sie sagte, du brauchst Hilfe. Diona? Halt. Wer bist du? Ich gehe ihr nur zur Hand. Sie hat Informationen, die ich brauche. Lügnerin. Ich wette, du willst sie mehr als diese Informationen, oder? Sag mir einfach, was ich tun soll. Und du glaubst, du kannst es besser als ich? Also, wenn du so fragst, ja. Schön. Du willst Diona etwas beweisen, hä? Das Militär macht eine ganze Menge Ärger in letzter Zeit. Sie halten ein paar Söldner, an denen Diona interessiert ist, in dem befestigten Lagerhaus fest. Du sollst sie befreien. Das kann ich tun. Aber es wird nicht ganz billig. Wenn du lebend zurückkommst, werde ich dir die Taschen mit Drachmen ausstopfen. Abgemacht. Doch zuerst habe ich ein paar Fragen. Ich weiß genug für den Anfang. Halt schon mal meine Drachmen bereit. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Falls du lebend aus dem Lager zurückkommst. Oh, ich glaube, da habe ich kein Problem mit. Ach, ist das hier drüben? Da vorne ist er. Ja, lass mich einfach nur ein bisschen näher ranlaufen. So. Da ist er. Gefunden. Ist doch gar nicht so viel im Lager hier. Das ist vollkommen machbar. Nur gefühlt 4000 Wachen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, jetzt fein. Ich will hier nicht sterben. Lass mich raus. Komm schon her. So pfeifen, verdammt. Ich stehe in deiner Schuld. So. Mein Gott, die Wachen erledige ich jetzt doch schon. Pfeifen? Ich habe Leute für weniger getötet. Nicht. Verschwendung. Ja. Ah, come on. Wait, du hast dein Kopfgeld aufgelegt. Okay, du stirbst als letztes. Geh weg. Aber ich habe nichts getan.
So, was brauche ich jetzt noch hier? Zwei Schätze, okay. Warum kämpfen wir jetzt im Käfig? Reasons, I guess. So, den anderen Schatz noch. Und noch einmal Kriegsdinger. So. Wo ist das letzte Kriegsding? Habe ich das nicht markiert? Moment, ich muss eben noch den anderen hier erledigen, ja? Gott, ist die alte Tanky. So. Söldner besiegt und kein Kopfgeld. Und das Lager fertig gemacht. Perfekt. You're still playing, yeah. I mean, I basically cleared the game, but I don't know. The ending is kinda unsatisfying. Ich habe die Gefangenen aus dem Lager befreit. Sie waren zu dritt. Hast du sie alle gerettet? Ja, alle drei in ihrer glatzköpfigen Pracht. Du bist nützlicher, als du aussiehst. In dem Fall musst du noch eine Sache für Diona tun. Ein Mann muss sterben. Bin ganz Ohr. Dionas Feinde haben Truppen auf dem Kytra-Atoll. Sie wollen es als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe auf Kythera nutzen. Du sollst dieses Ungeziefer vernichten. Ich werde alle Feinde auf dieser Insel auslöschen. Deine Demut ist wirklich rührend. Doch du solltest sie nicht unterschätzen. Nein, du solltest mich nicht unterschätzen. Genug sinnloses Gerede. Du sollst den dortigen Schiffsführer ausschalten, dann sollten sich seine Männer zerstreuen. Töte sie trotzdem alle. Kannst du das tun? So gut wie erledigt. Was kannst du mir sonst noch sagen? Was gibt's da noch zu sagen? Töte den Mann! Sag mir, was du über den Kult weißt. Welcher Kult? Ist der Schiffsführer kein Kultist? Meinetwegen könnte er auch ein Halbgott sein. Diona sagt, er will sie vernichten, weil sie ihn abwies. Und dass wir erst dann zusammen sein können, wenn ich ihn aus dem Weg räume. Bist du nicht aus demselben Grund hier? Um sie zu gewinnen. Ich bin hier, um den Kult des Kosmos zu zerschlagen. Ich habe weder Zeit noch Interesse an der Priesterin. Wem willst du mit diesem Kult was vormachen? Niemand widersteht Jonas Schau. Und niemand würde sich Jesu nennen. Beschissener Kult des Kosmos. Wenn du meinst. Mehr muss ich nicht wissen. Wir schicken dir einen Berg Drachmen zu deinem Schiff, wenn es erledigt ist. Sehr gut. Geh, verschwinde von hier. Und rede ja nicht nochmal mit Diona. Sonst was? Sonst... geh einfach!
I'm doing the Odyssey quests. So I'm trying to finish the cultists and sealing Atlantis. One quest for the Atlantis one, but the cultist one is like the worst, especially because one of the trees is like sea combat only and I hate it. I'm not looking forward to the fucking sea tree. Das Boot kommt nicht gegen die Wellen da draußen an. Ech, das Boot ist fein. Ein paar Holzbretter, die schwimmen, wird schon funktionieren. Da ist er. No, it's not fun. It's just boring. And that's my main problem with it. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der. Die sehen nicht aus wie Kultisten. Wahrscheinlich nur gut bezahlte Söldner. Der ein Problem mit Seekombat hat. Did you play Rook? No, I did not play Rook. Basically only played this one here. Well, I played 1, 2, 3 and Black Flag. And that's basically it. Die wenigen? Ich glaube nicht, dass das wenige sind, weil das Schiffskombat ist einfach langweilig. Ich habe deine Söldner befreit und mich um den Schiffsführer gekümmert. Das sind gute Neuigkeiten. Das versetzt dem Kult einen heftigen Schlag. Du wirst mit jeder Minute anziehender. Ist noch was? Hier ist dein Arzneibeutel. Damit können wir alle unsere Priesterinnen für den Kampf bewaffnen. Gute Arbeit, Söldnerin. Ich habe noch einige Fragen. Über mich? Vielleicht? Ach ja, ich muss ja noch zum Tempel. Ich komme wieder. Wait, there is this... I don't see how sea combat can be fun. I think that's my main problem. Okay, where is this fucking Tempel? Fucking Drank? Where is it? Apparently I'm drunk.
think my main complaint about the sea combat it's kinda bland. Cause there is not much to it. It's like, yeah, hey, fire arrows, make them immobilize, and yay, that's it. It doesn't feel like you can change a difference in boat equipment with skill. Ruhe, Priesterin. And that's Mach really auf, annoying. Damit du mich töten kannst? Wer schickt dich? Diona schickt mich. Ich bin eine Freundin. Warum schickt diese Närrin eine Söldnerin her? Sie soll meine Befehle befolgen. Nicht delegieren. Sie sagte, du vermutest einen Verräter in euren Reihen. Heute kann man niemandem mehr trauen. Und was willst du von dem Kult? Sie haben meiner Familie Unheil zugefügt. Und dafür müssen sie büßen. Ich will Gerechtigkeit. Die Familie ist eine sehr mächtige Motivation. Der Kult des Kosmos wird sich für vieles verantworten müssen. Und zwar vor mir. Vielleicht kannst du mir ja doch nützlich sein. Ich schickte eine Dienerin, um einer von uns nachzuspionieren und... Sie kam nicht zurück. In der Tat. Außer, dass sie mir rein gar nichts bedeutet. Ich will die Informationen, die sie gesammelt hat. Beschaffe sie für mich. Ich fand diese Nachricht bei einer toten Priesterin auf einem Bauernhof. Sie wurde von Kultisten erschlagen, bevor ich eintraf. Was? Lies sie mir vor. Schnell! Hier steht, traue den Mäuren nicht. Der Rest des Papyrus ist voller Blut. Das ergibt keinen Sinn. Sie schützte sie mit ihrem Leben. Das tat sie bestimmt nicht umsonst. Wir werden nie mit Sicherheit wissen, ob es einen Verräter unter uns gibt. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Unsere Lage ist verzwickt. Arbeite mit Diona. Schütze Kythera für uns, Söldnerin. All of this feels so weird. Also ich gehe fast davon aus, Diona ist die Kultist-Tante. Sagen mir zumindest meine Kultist-Senses. Deine Schwester sendet Grüße. Hast du was über den Verräter erfahren? Deine Schwester hat jedenfalls einen Beweis gefunden. Was? Unmöglich. Wer ist es? Du musst es mir sagen, oder ich kann keinem vertrauen. Wir wissen es noch nicht. Aber deine Schwester forscht weiter. Verstehe. Ich sollte Vorkehrungen treffen. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Hab Dank, Söldnerin. Gibt es sonst noch etwas? Ich habe den Auftrag ausgeführt. Was jetzt? Wir treffen meine Späher bei meiner Villa. Sie werden uns Bericht erstatten, dank deiner Mühen. Ich muss mich noch um etwas kümmern, aber... wenn ich dort ankomme und wir noch etwas Zeit haben bei den Mäuren... lass uns Spaß haben. Nein. Im Moment zählt nur der Kult. Wir sehen uns bei der Villa. Bei den Mäuren. Du wirst nicht ewig widerstehen können. Oh, bist du dir da so sicher? Come on, gib mir die Follow. Ist ja garantiert eine Treppe, in die ich reinlaufe.
Nichts anderes. Wir haben dich erwartet. Folge mir bitte. Mhm. Sie hat mich angewiesen, mich vor ihrer Ankunft gut um dich zu kümmern. Deine Schultern müssen schmerzen. Ich kann dir helfen, dich zu entspannen, bevor Diona eintritt. What the fuck? Und du willst es dir nicht anders überlegen? Keteras Sicherheit kann warten. Das ist gut, denn ich nicht. Ich hab nichts gesehen. Den Mäuren! Sure. Ist sie schon aufgebrochen? Ja, und zwar vor einer ganzen Weile. Diona sagte etwas von Kundschaftern und einem Bericht. Wo sind sie? Diona ist fertig mit dir. Malaka! Ja. Fucking Trap. Surprising not. War definitiv überraschend, ja. Total. Du, was ist hier los? Ich tat nur, was man mir auftrug. Diona befahl mir, dich in den Garten zu führen. Bitte töte mich nicht! Ich werde diese Verräterin töten. Sie will die Hohepriesterin beim Altar nördlich des Tempels umbringen. Du musst dich beeilen. Der Altar? Gut. Heute Nacht wird Aphrodite ihr Opfer bekommen. Traust du dem Gesicht, das du in deiner Spiegelung siehst? Ich nicht. Es war so klar. Du entkommst mir nicht. What? Ich lasse mich lieber nicht sehen. Yeah, whatever. Jemanden trauen können. Warum denn nicht? Verstehe ich gar nicht. Diona, wo ist sie? Folge der Straße, ich mach ja schon. Warum hat ein Esel Flügel? Die eigentliche Frage ist, warum hat er Flügel, aber kann nicht fliegen? Unglaublich, ihr seid Zwillinge. Sie war immer neidisch auf meinen Erfolg, Söldnerin. Das Leben in meinem Schatten brach sie. Töte sie sofort! Leben im Schatten? Ich habe dich geliebt, Diona. Ich wollte nie über dir stehen. Söldnerin, du musst sie töten, bevor der Kult Kythera an sich reißen kann. Es schmerzt mich, doch es muss sein. Du würdest doch gar nichts fühlen, du Monster. Wer weiß, ob du überhaupt Gefühle hast.
Was stand auf der Notiz? Die Hohepriesterin wird wissen, was in der Nachricht ihrer Dienerin stand. Traue den Mäuren nicht. Wie kannst du nur davon wissen? Ihr Ende muss so tragisch gewesen sein, dass sie die Mäuren verleugnete. Armes Ding, es war meine Schuld. Sie sollte dich ausspionieren. Und du ließest sie töten, als sie dich enttarnen wollte. Hör nicht auf ihre Lügen. Ich bin die Hohepriesterin. Genug! Töte die Yona an Ort und Stelle. Tu das Richtige, Söldnerin. Töte die Yona. Sei still. Links. Du, mich kannst du nicht täuschen. Es ist aus, Diona. Du Närrin. Aphrodite, hilf mir. Traue den Mäuren nicht. Diese Nachricht gab ich der Hohepriesterin. Oh, come on. How? Bei den Mäuren. Was hast du getan? It makes no sense. Meine schöne Fremde. Du Schlange. Du hast Kyteras Hohepriesterin ermordet? Das wird den Menschen nicht gefallen. Und jetzt werde ich ihre Schwester töten. So leicht wird das bei mir nicht. Ich beiße, weißt du noch? Ich beiße immer. Was noch mehr? Das ist eine gute Frage, ob du überhaupt die richtige Entscheidung treffen kannst. Das ist echt eine gute Frage. Okay. Wissen über den Kult in Pefki. Da muss ich einen Pefki-Quest machen. Kultistin erwähnte die Seherin in einem Brief an Christe. Weise ist ein Mystiker. Der Weise ist schon längere Zeit abwesend. Der Weise untersucht alte Ruinen. Dad, bist du das? Ach, checkst du das erst bei allen weißen Dialogen? Sehr beruhigend. Er hätte keinen Sex mit ihr haben dürfen. Was? Ihn gönnt mir auch gar nichts, oder? Wo bist du eigentlich? Ach so, du bist in der komischen Schlacht. So, ich gehe mal eben pinkeln. Warum geht meine Mute-Taste nicht mehr? This makes no sense. Jetzt? Immer noch nicht. Okay, dann mach ich es halt per Hand. Bis gleich.